willkommen im Hilton Munich Airport, dem Flughafenhotel der Zukunft. Wenn wir über die Zukunft sprechen, ist ganz klar, wir brauchen eine klare Vision und die hat Markus Hosler und wir schauen uns gleich mal an, welche das ist. Jetzt waren wir gerade in der Lobby und haben gehört, wir sind im Flughafenhotel der Zukunft. Die Zukunft fängt meistens mit Gedanken in der Vergangenheit an. Wie hat sich deine Vision entwickelt? Ja, genau das ist eben das Thema. Wir brauchen eine Vision und die Vision für dieses Hotel war von Anfang an ganz klar, es soll Europas bestes Flughafenhotel sein, aber gleichzeitig auch weltweit bestes Flughafenhotel. Und das ist eben diese Vision, die wir für dieses Hotel ganz klar haben. Das bringt mich aber zurück auf meine Karriere, wo es auch darum ging, was war meine Vision und wie habe ich diese Vision verwirklicht. Und da ging es einfach darum, dass mit einer guten Ausbildung, wie wir es in Bad Gleichenberg erfahren haben, mit einem sehr großen Weitblick, man da wirklich extrem viel draus machen kann. Man hat einen super Einstieg in die Berufswelt und man kann mit einer klaren Vision und einem klaren Fokus auf seine Karriere auch in sehr frühen Jahren und in sehr jungen Jahren bereits in Managementfunktionen zu kommen. Und mein Highlight war mit 24 Empfangschef von Wiener Blaser zu sein. Und das war natürlich für mich damals maßgebend zu zeigen, dass man früh erfolgreich sein kann und dass man eben früh in gute Jobs einstellen kann und dann eben für den Rest des Lebens da einen irrsinnigen Vorteil hat, einen Vorsprung auch. Sehr schön, danke. Jede Phase im Leben ist ja sehr prägend, aber doch gibt es immer bestimmte Highlights, die man mit einer bestimmten Lebenszeit verbindet. Was war das denn für die Steiermark für dich? Ja, Bad Gleichenberg war, finde ich, absolut ein Highlight, weil A war das immer eine tolle Schule, die mir im Nachhinein extrem viel Spaß gemacht hat, weil es eben immer diese großartige Ausbildung auf der einen Seite gehabt hat, aber dann eben diesen immensen Weitblick. Ich glaube, heute ist auch immer bekannt, dass man aus Formel 1 Catering gehen darf, dass man Praktika im Ausland machen soll. Und das absolute Highlight war eben letzten Mittwoch bei uns hier in München, als Champions League FC Bayern gegen Paris Saint-Germain gespielt hat. Und dass da unsere Bad Gleichenberger Catering war natürlich für mich als Absolvent ein absolutes Highlight, dass man einfach sieht, wie weit man eben international vertreten ist. Und deswegen denke ich sehr gerne an die Schulzeit zurück und es ist für mich natürlich schön, heute wieder hier zu sein. Ein Symbol der Steiermark haben wir hier schon, allerdings in einer ganz besonderen Variante. Welche Traditionen und Bräuche kannst du denn hier einfließen lassen? Ja, welche Traditionen und Bräuche? Ich glaube, die Ehrlichkeit ist etwas, was man dort lernt und dann auch die gewisse Bodenständigkeit. Wie das Flughafenhotel in der Zukunft aussieht, sehen wir hier schon ganz gut. Aber wie sieht es mit unserer Branche aus? Wo geht der Weg hin? Ja, die Branche, ich finde sie nach wie vor die coolste überhaupt. Und wir sagen ja immer Hotellerie oder Gastronomie. Das ist aus meiner Sicht ein Lifestyle. Und gerade wenn man immer mit dem Gast zu tun hat, dann lernt man auch ganz tolle Menschen kennen. Wenn man es jeden Tag mit dem Team zu tun hat, lernt man ganz tolle Menschen im Team kennen. Und das bedarf es eben uns als Gastgeber, dass wir eben hier unsere Gäste begrüßen, denen natürlich auch zeigen, was wir hier für ein cooles Produkt sind und was in dieser Branche auch möglich sein kann. Und deswegen haben wir eigentlich den größten Teil der Zeit, ist eigentlich wirklich nur mit positiven Dingen zu tun, weil wir haben ein tolles Design, wir haben eine riesen Innovation und wir haben großartige Kollegen und mittlerweile Freunde, die das eben machbar machen. Und deswegen ist es eine tolle Branche und die wird sie auch bleiben. Absolut, denn kein Tag ist hier wie der andere. Liebe Anne, du bist im direkten Management-Team von Markus. Was konntest du denn auf deinem Weg hierher mitnehmen? Ganz, ganz viel. Also Markus ist ein unheimlicher Förderer von Female Leadership, wie wir es bei Hilton so schön nennen. Aber das lebt er vor und das fördert er. Und das schätze ich wahnsinnig. Markus, jetzt haben wir gerade schon was von einer Kollegin aus deinem direkten Team gehört. Was würdest du denn künftigen begeisterten Gastgeber aus der Steiermark mitgeben und wie können wir die besser fördern? Ja, was gibt man den Steirern mit? Ich glaube, A ist Bad Gleichenberg auch für mich immer eine Talenteschmiede gewesen. Und was man dort von der Pike auf gelernt hat, ist einfach, dass die regionale Gastfreundschaft, das Nachhaltige und eben die Region etwas Besonderes ist. Und das ist eben das, was man auch in die Welt hinaustragen sollte. Und hier sind wir jetzt in München, in Bayern. Da geht es eben genau darum, wie kann ich bayerische Gastfreundschaft auf internationalen Parkett miteinander verbinden. Cool, schon gesehen im Restaurant, jetzt auch in der anderen Variante in den Zimmern, die für Innovation stehen. Ja, Innovation, und das hat, glaube ich, für uns auch wichtig. Wir sind jetzt hier in der Präsidentensuite unseres Hotels und heute ist eben in so einem Hotel ganz wichtig, dass wir innovativ sind. Das ist auf der einen Seite ist es heutzutage die technische Ausstattung. Es geht von einem tollen WLAN über Induction Loading, ein tolles Lüftungssystem etc. weiter. Aber dann haben wir eben hier auch
diese Lokalität versucht reinzubringen, indem wir echte lokales Holz haben. Das ist jetzt Eicheweiß, alles in diesem alpinen Stil eben gehalten. Und da wollen wir halt eben diese bayerische Gastfreundschaft widerspiegeln. Jetzt haben wir gehört von den Anfängen mit 14 bereits an der Hotelschule in der Steiermark bis hin zum Flughafenhotel der Zukunft hier. Was ist denn deine Botschaft, die du international mit in die Welt nehmen kannst? Ja, was ist die Botschaft? Ich glaube, sich selbst treu zu sein, nie seine Wurzeln zu vergessen und dann, glaube ich, zusammengefasst 8 Länder und 10 Hotels später ist es eben wichtig, sich seinen Weg zu gehen, seinen Weg zu bauen. Als junger Mensch hat man heutzutage zahlreiche Möglichkeiten. Wie schaffe ich es denn, meinen Weg in die Hotellerie zu gehen und den dann auch noch auszubauen? Ja, zuerst muss man mal wissen, dass die Absolventen aus Bad Gleichenberg dafür bekannt sind, dass sie extrem gut ausgebildet sind. Dann ist eben unsere Branche eine extrem tolle Branche, in der man eben sehr viele Möglichkeiten hat, eben sich zu entwickeln, eine Karriere Schritt für Schritt zu bauen. Und das muss man auch wirklich planen und auch versuchen umzusetzen. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist auch eine gewisse Loyalität einem Arbeitgeber gegenüber sehr wichtig. Und dann kann man eben in unserer Branche tolle Karrieren machen. Man kann wirklich gutes Geld verdienen und kann dann dementsprechend auch einen tollen Lifestyle haben, um eben das Work und das Life in die richtige Balance zu bringen. Und ich bin jetzt 25 oder 27 Jahre mittlerweile dabei und ich würde es genauso nochmal machen, weil ich glaube, das ist einfach ein enorm toller Job mit enorm tollen Möglichkeiten. Jetzt haben wir gehört, wie wir den Weg in die Hotellerie gehen. Wie wird der erfolgreich? Ihr glaubt an euch, ihr habt enormes Potenzial und das Leben ist eben keine Generalprobe. Deswegen macht's was draus.